Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Icarus hier auf Dalibert TV. So, also ich habe jetzt auf der Map nochmal geguckt und egal wo ich gucke, ich finde tatsächlich nichts. Überhaupt mal gar nichts, was diesen Höhleneingang angeht. Ich brauche Wasser. Ich habe jetzt eben schon meinen ganzen Stack Bären aufgefuttert, damit ich nicht verdurste. Ich würde jetzt einfach mal hier zum See runterlaufen und dann ein bisschen Logik walten lassen. Ne? Also das waren die Punkte, wo der gesehen wurde. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass das irgendwo im mittleren Bereich, also irgendwo hier drin ist. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen zum See und gehen dann mal hier so in dieses Gebiet rein und gucken mal, ob wir da irgendwo was finden. Weil anders kann ich es mir jetzt nicht zusammenreimen. Sage ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, hilft nicht. Müssen wir ja irgendwie jetzt weitermachen. Und da ich eh Wasser brauche, gehen wir jetzt einfach mal in die Richtung und gucken mal, was wir unterwegs so finden. Ich habe ein bisschen was gekocht. Wir haben Beeren, wir haben diese Kürbisse, wir haben ein bisschen Fleischintus. Ist jetzt nicht der geilste Buff, den wir schon haben können, aber zumindest schon mal ein bisschen. Ja, und dann würde ich auch mal sagen, dass wir gucken. Ich hoffe, dass wir die Höhle vielleicht tagsüber schon sehen können, so dass ich da ein Bett aufstellen kann. Bevor wir dann wirklich in diesen vor allem nächtlichen Kampf auch noch übergehen, der ja vermutlich im Dunkeln dann auch noch stattfinden wird. Na, mal schauen. Bin gespannt. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen heftiger. Mal sehen, ob ich da überhaupt eine Chance auf Überleben habe. So, da vorne ist schon mal Wasser. Da würde ich dann auch noch mal gleich gucken wegen Fisch. Das wäre ja schon ganz nett, wenn wir den Buff zumindest hätten. Aber jetzt gerade auf die Schnelle sehe ich natürlich auch wieder nichts. So, Wasser passt schon mal. Kein Fisch. Auch in dem Teich nicht. Als wäre es gewollt in dieser Mission, dass es da nichts gibt, um diesen Buff zu kriegen, ne? Vielleicht gucke ich auch einfach nicht lange genug, aber normal sieht man die ja immer sofort. Was haben wir hier? Melonen, ne, die wollen wir nicht. Kürbisse hätte ich jetzt noch genommen. Na, ist egal. So, also, nächsten Wegpunkt machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Strich nach Süden ein bisschen und dann hier so ein bisschen kreisförmig. Also, keine Ahnung. Hierhin vielleicht. Und dann gucken wir mal. Gucken auch mal, wie lange es dauert. Ne? Also, wenn ich jetzt hier 2 Stunden wieder rumeier oder 20 Minuten ohne irgendwas an Spannung zu haben, dann schneide ich wieder ein paar Teile raus. Müssen wir dann mal gucken, aber für den Moment würde ich sagen, bleiben wir einfach erstmal gemeinsam. Vielleicht haben wir ja Glück. So, hier wäre jetzt zum Beispiel so eine Felswand. Gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwas Höhlenähnliches, ja, da habe ich mich ja richtig schon eingekesselt hier. Irgendwas Höhlenähnliches schon sehen können. Sieht nicht danach aus. Ne, dann weiter. Ist halt auch die Frage, ist es überhaupt so eine richtige Höhle in so einer Felswand? Oder gibt es vielleicht auch Höhlen, die irgendwo, keine Ahnung, mitten im Wald sind, die dann einfach so schräg in den Boden reingehen? Weiß ich ja alles nicht. Es wird jetzt auf jeden Fall schon wieder saudunkel schon. Fackel habe ich ja. Zack, nehmen wir sie. Was ist denn das? Oh nein, schon wieder ein Bär. Ah, Glück gehabt. Gucken, dass wir hier ein bisschen an Entfernung kriegen. Ja, das sieht gut aus. So, guck mal, das sieht doch auch gut aus hier. Wo sind wir denn jetzt? Ja, das könnte was werden. Also, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Felswand hier so ein bisschen an. Schon wieder ein Wolf, den nehme ich mit Pfeilen raus. Zack. Oxy schmeiße ich schon mal rüber. Großer Hirsch. So, dann lass doch. Ist das da ein Höhleneingang? Sieht schon fast so aus. Ja, wenn, dann ist es einer zum Aufschlagen. Ja, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre ja Quatsch, der Wolf muss da ja auch rein und raus. Rehe.
Der sieht auch nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Laufen wir mal noch ein bisschen weiter in Richtung meinem Wegpunkt. Hier an der Wand einfach entlang und gucken mal, ob wir hier was auftreiben können. So, der Kürbis ist schon wieder weg. Wolf. Komme ich hier hoch? Na, das sieht nicht so aus. Oh Mann. Wenn die sich so anbieten. Oha. Okay. Es klang jetzt so, als würde es aus der Richtung kommen. Wo ist mein Wegpunkt? Ah, wir sind ja schon... Was ist das denn hier? Lol. Alles klar. Gut, dann... haben wir ja schon. Was war das denn eben auch schon da? Und ich habe das einfach nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Aber... nee, stopp. Ich baue mir jetzt erstmal meine Hütte auf. Wir sind schon echt nah dran. Die 6 nochmal, zack. Und die 7. Na, guck mal, das geht aber langsam schon echt flott hier. Spawnpunkt, das ist alles, was ich haben will, ne? Also das Feuer, wobei doch Feuer lege ich auch. Lege ich, genau. Ich lege mal Feuer. Zack, das kann schon mal hier hin. Die hätte ich gerne wieder. So, falls wir dann doch pennen müssen oder so, packe ich auch schon mal Holz rein. Und das Fleisch. Und lassen wir das Ding einfach mal laufen. Okay. Wie viele Pfeile habe ich? 33. Das sollte genügen. Also, Buffs sind alle am Start. Ich könnte nochmal so eine Beere futtern. Dann haben wir auch genug. So, dann dieses Ding in der Hand. Und dann laufen wir mal. Habe ich das Ding jetzt angezündet? Ne, ich dachte schon. Diese Fackel, ne? Was die für Geräusche macht, das ist abnormal. So, jetzt langsam. Wir sind schon mittendrin. Oh, puh. Hier sind... ja, das ist so eine Höhle mitten in... da ist er schon. Alter, sind das viele. Muss sowas im Dunkeln sein auch noch? Alter, macht der Schaden. Komm, drauf, da drauf, 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 drauf. Der macht richtig Aua. Genau, lauf mal schön weg. Schnell nochmal Verband. Bin ich jetzt irgendwie aus der Range von dem rausgelaufen? Oder was ist da jetzt passiert? Ich kann es euch nicht sagen. Na, ich glaube, er kommt wieder. Ich sehe den überhaupt nicht hier. Er rennt wieder weg. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich drauf schießen muss, ne? Komm, dreh dich nochmal um. Deine Augen, die sind so schön. Tja, das Problem ist, wenn er jetzt das nächste Mal kommt. Da ist er. Gegenstand kaputt, scheiße. Er kommt. Er verpieselt sich schon wieder. Aber gut, er scheint jetzt auch nicht unbedingt Leben zu regenerieren. Ich guck mal schnell, dass ich noch mal ein paar Knochenpfeile herstelle. So ein Ding. Und hiervon auch noch mal eine Handvoll.
hart sind die Augen. Na komm her, mein Lieber. Ich sehe, dass du näher kommst, aber... Schön ins Gesicht, sehr gut. Er rennt schon wieder weg. Okay, aber ich beschwere mich nicht darüber, dass er wegrennt. Ach, guck mal, das gibt ja sogar Instant-Heilung hier. So, vielleicht kriegen wir dann obwohl, das sind schon wieder ganz viele. Und er kommt auch. Na komm schon. Ja, das Wetter ist mir gerade egal. Boah, ist das mies. Ich kann nicht noch mehr essen. Doch, ich muss so einzeln essen, sonst geht's nicht. Und er bringt schon wieder seine Kumpels, oder? Vor allem so viele. Da sind noch mehr. Hör auf, immer wegzulaufen, du feige Ratte. So, jetzt habe ich dich aber. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Häuten? Jawohl, Mission ist abgeschlossen, Leute. Alter. Krass. Mein Herz, Leute. So, einmal schnell zum Bett und pennen, dass es hell wird. Und dann, oh Mann, ey. Aber geil, muss ich sagen. Also die Mission hat mir richtig gut gefallen. Ich muss auch mal einen Verband nehmen. So, rein in die Gutstube. Einmal pennen. So, und damit haben wir jetzt wieder ein paar schöne Buffs. Und jetzt würde ich doch mal gerade ganz gerne gucken, was passiert denn, wenn ich so einen Stack da reinballer? Kocht er mir das? Aber das dauert wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Wobei, es sind ja eigentlich genug. Also vielleicht klappt es ja. Gekochtes edles Fleisch. Plus 30 Gesundheit. Plus 150 Nahrung. 100 Max Ausdauer. 150 Gesundheit. 20. Also das ist richtig geiles Zeug. Das Problem ist, ich habe, glaube ich... Nee, ich kann ja gar nicht drei Buffs haben. Doch, habe ich noch. Kann man Buffs irgendwie wegmachen? Ne, geht nicht. Gut, egal. Ich lasse jetzt trotzdem einfach mal... Ich will so ein Ding auf jeden Fall haben. Gucken, vielleicht hält sich das ja auch ein bisschen länger, wenn es gekocht ist. Und dann würde ich sagen, laufen wir gleich schon mal zurück zum Dropship. No, da ist das erste. Dropship ist da. Oh, das ist natürlich auch ein gutes Stück. So, ich lasse einfach noch ein zweites durchlaufen. Und dann würde ich sagen, laufen wir langsam rüber Richtung Dropship und gucken mal, dass wir hier rauskommen. Ich weiß nicht, warum ich das Leder immer behalte. Keine Ahnung warum. Ja, wir lassen das mal durchlaufen. Ich will auf jeden Fall gleich eins von Essen noch, bevor wir hochgehen. Und ja, dann müssen wir einmal zum Dropship das Messer und so reinpacken. Aber hält sich das Fleisch. Also alles gut. So, alles wieder aufheben. Eigentlich auch Quatsch. Aber ich mache es jetzt mal trotzdem gerade das Bett. Weil ich habe ja jetzt schon häufiger das Problem gehabt, dass ich irgendwie noch gestorben bin auf dem Rückweg.
Und jetzt gerade auch noch mit dem ganzen Sturmkram, der da reinkommt. Da ist das dann, glaube ich, auch ganz angenehm, wenn man ein bisschen was hat, wo man darauf zurückgreifen kann. So, Oxyhammer, ich sollte mir, glaube ich. Ach, wobei, ich kann einfach hier an den Felsen langlaufen. Das wird schon klappen. Krass. Aber dann war meine Vermutung, naja gut, nicht ganz so gut. Ich hätte jetzt eher hier getippt. Aber ja, trotzdem cool, dass wir da hingelaufen sind. Habe ich ja gut gesetzt. Schön. So, dann laufen wir jetzt mal zurück. Gucken, wie weit wir hier kommen. Wieso ist das Sturmaussetzungsding jetzt zurückgegangen? Ach so, weil der Sturm abschwächt oder weniger wird, glaube ich. Deswegen ist das jetzt schon weg. Was ist das denn gewichtstechnisch? Bin ich jetzt überladen oder was? Warte mal. Nee, so war es nicht gedacht. Stapel teilen, zerstören. Ups. Destroy. Und das gute Fleisch nehmen wir natürlich wieder mit. 135 noch, bis der Kürbis weg ist. Und dann futtern wir das mal. Ich sehe schon wieder eine riesen Felswand. Gehen wir rechts, kommen wir dran lang. Boah, das war ja mal. Also ich muss sagen, die Mission hat mir doch besser gefallen als die anderen. Ich fand es ein bisschen schwierig, die Sachen zu suchen. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders gestalten können. Also ich muss jetzt nicht unbedingt einen Spot haben, der direkt darauf blinkt, wenn ich da hinkomme. Aber es wäre schon cool gewesen, einen etwas kleineren Suchradius oder sowas zu haben. Dass man so ein bisschen suchen muss, aber nicht so viel. Jetzt meine persönliche Meinung, wie gesagt, ist jetzt keine absolut derbe Kritik. Ich fand es trotzdem cool. Ja, und das mit dem Wolf, denn ich weiß nicht, ob das jetzt meine Schuld war, dass ich diesen roten Punkt da auf der Karte nicht gesehen habe. Ich muss halt dazu sagen, ich habe Rot-Grün-Schwäche, das wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Und wenn dieser rote Punkt tatsächlich in der schwarzen Map versteckt war, dann werde ich den da deswegen wahrscheinlich nicht gesehen haben. Schon krass, da habt ihr was zu lachen gehabt, weil ich stumpf, aber trotzdem cool, dass ich es auch ohne hingekriegt habe, finde ich gut. Ja. Aber ansonsten auch dieser Endfight jetzt mit dem Wolf. Das, was mir da nicht gefallen hat, ist die Dunkelheit. Aber ich hätte ja jetzt auch, wenn ich denn gewusst hätte, wo ich hin muss, da vielleicht irgendwas aufstellen können mit Bodenfackeln oder so, dass ich da ein bisschen mehr sehe. Aber es ging ja auch so. Er hat ja mit seinen Augen förmlich für uns geglüht, so dass wir dann auch sehen konnten, wo wir da hin müssen oder hinschießen müssen. Schön. Also solche Missionen finde ich gut. Und das war jetzt die eine, die uns noch nicht weiterbringt. Das heißt, wir müssen uns jetzt quasi zwischen den beiden Missionen entscheiden, die dann diesen Zweig auch erweitern, sodass wir wieder mehr zur Mission zur Auswahl bekommen. Mal gucken, ob ich jetzt Wüste oder lieber Schneelandschaft mache. Wenn ich mir aber mein Level so angucke, tendiere ich eher noch zur Wüste, weil ich glaube, die Schneelandschaft können wir noch nicht. Da fehlt einfach schlicht und ergreifend Rüstung für. Weil das ist echt schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass das kalt ist. Wenn ich an andere Survival-Spiele denke, da ist Hitze besser auszustehen als Kälte definitiv. So, jetzt können wir Schnitzel essen. Los geht's. Wow. Okay, gut. Also das gibt ein richtig krass Zeug. Und oh, guck mal, der hält ja auch richtig lange. 1 Doppelpunkt 192, vielleicht irgendwie eine Minute, eine Stunde. Oder heißt das einfach 1000? Keine Ahnung. Ist auch noch irgendwas umlaufen? Ne, wir sind schon da. Cool. Wir sind schon da fast. Also Messer rein darf ich nicht vergessen gleich. Wobei mich das da auch wundert. Ich habe ja trotz dessen, ich bin ja gestorben. Das heißt, das Messer hatte ich nicht am Mann. Und trotzdem habe ich es danach wieder gehabt. Dass jetzt immer so ist, keine Ahnung. Ich pack's mal lieber vorsichtshalber rein in das Dropship. Und dann gucken wir mal. So. Und rein in die gute Stube. Messer wieder reinlegen. Das geht. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Jupp. Ich lasse jetzt auch mal kurz an, damit wir hier auch diese Statistiken sehen können. Die habe ich die letzten Male immer ausgeblendet. Abgeschlossen, passt. Diese Ribbons haben wir gekriegt. Das sind ja schon ein paar, ne?
Und das war's dann auch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal in eine Werkstatt. Wobei, nee, wir gucken uns erstmal die Mission an und dann gehen wir in die Werkstatt. Der kopflose Dattelbär. So, neues Schürfgebiet. Genau, das haben wir jetzt erledigt. Achso, ich wollte ja noch mal gucken. Kriege ich denn hier 75 Belohnung? Wie viel gab es hier noch mal? 125. Okay, also man scheint die wohl auch öfter machen zu können und kriegt dann die Punkte. So, hier hätten wir jetzt hart 3 Tage. Und hier unten hätten wir normal. Shifts triggered endless von Patterns. Ja, aber er zeigt uns hier extra schon so eine Rüstung an, ne? Deploy an active above ground and under shelter in the galactic, in the glacier Arctic. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich im Winter unterwegs ist. Dann lasst uns da mal, oder im Schneebiom, nicht im Winter. Lasst uns diese hier machen. Aber erstmal zurück und in die Ausrüstung einmal. Das Messer ist wieder voll. Okay, also er scheint mir das automatisch reinzupacken. Dann würde ich vielleicht doch sagen, dass wir hier nochmal auf andere Sachen gehen. Dafür bräuchte ich 150. Könnte ich machen. Speer. Eine Pickaxe. Tja. Firewhacker. Cool. Also eine Axt auf gar keinen Fall. Die Pickaxe wäre eine Überlegung oder halt direkt in den nächsten Baum reinzugehen. Was bringt das denn hier? Mehr Widerstand, noch ein Sauerstoffslot, noch ein Wasserslot. Wobei, die habe ich doch jetzt auch schon, oder? Ein Sauerstoff, nee, kein Wasserslot. Na, ich glaube, ich nehme den hier. Forschung, Craft. Jetzt haben wir noch 25 Punkte übrig. Und jetzt haben wir den besseren Anzug. Okay. Und jetzt haben wir die ganze Palette. Ach so, aber das ist trotzdem alles durch Anzüge nochmal blockiert. Plus 2 Anzugslots-Modul. Können wir dann 2 Anzüge anziehen? Oh, Nahrungsslot, Wasserslot. Okay. Sauerstoff, Wasser. Sauerstoff, Wasser. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Wüste. Diesmal machen wir so. Wir fliegen zusammen rein. Und dann werde ich als Übergang zur nächsten Folge dann erstmal hingehen und werde mich equippen, meine Sachen zusammensammeln und so weiter, meine Hütte bauen. Und ja, dann hole ich euch quasi für die nächste Folge wieder dazu, sobald. Achso, habe ich jetzt mein SSX? Ne, das ist der bessere Anzug. Okay, ne, dann wollen wir das behalten. Genau, das heißt, ich würde dann quasi so dieses Startequipment, was wir jetzt jedes Mal schon gemacht haben, würde ich dann erstmal alles zusammenbauen, gleich offscreen. Und dann würde ich euch dazu holen, wenn wir uns dann wirklich auf den Weg machen, die Mission auch zu lösen. Beziehungsweise wir gucken natürlich vorher auch nochmal auf die Map. Vielleicht ist das ja eine von den Missionen, wo ich eventuell erstmal noch eine Hütte oder sowas bauen will, um, ja, keine Ahnung, irgendwas zu bauen, was wir brauchen können. Mal sehen. Knife haben wir. Gucken wir mal. Ach, guck mal hier. Also da kann ich jetzt Wasser reinschmeißen, oder was? Keine Ahnung. Vielleicht dieses Eiszeug. Mal gleich mal gucken. Locate Supply Pot. Ah ja, gut. Die sind schon ein bisschen weiter weg. Exploration team just not coming back. The desert's a blank on the map. It's time to change all that. But first, you gotta find a way in. Exploration teams reported a cave system. Could be a path down there. But that was the last anyone heard from. Legos has dropped components for a heavy drilling rig. Could be useful underground, but you'll need to collect them before you head down.
drop zones and cave area are marked on your map. It ain't your first rodeo, but this is Icarus. So don't let your guard down. Okay, also wir müssen diesmal scheinbar auch irgendwas bohren. Mal gucken. Also Wasser ist da, Fisch habe ich schon gesehen, das ist sehr gut, da würde ich mich gleich drum kümmern. Und die Dropspots sind jetzt nicht so sonderlich weit weg. Jetzt ist natürlich nur die große Frage. Irgendwas ist hier gerade super laggy. Also meine Maus hakt ständig. Jedes Mal, wenn ich versuche, eine Markierung zu machen. Okay. Ah, jetzt geht's. Keine Ahnung, was das ist. Gut, aber in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen zum, ja, mal gucken, ob wir die Mission beenden. Auf jeden Fall zum Anfang der Mission Dry Run Expedition. Wie gesagt, ich stocke mich jetzt ein bisschen mit Vorräten auf und hole euch dann dazu, wenn ich soweit startklar bin. Also bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.